Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu LS22. Der eine oder andere in Vergangenheit und auch gestern im Stream hatte zu mir gesagt, ob ich den Bayernhof auf der Mühlenkreis nochmal bauen kann. Und ich habe gesagt, ja, kann ich machen, mache ich ein Bauvideo zu, ob das reicht. Er meint ja, weil was für Mods ich benutze und wie das geht. Das möchte ich euch gerne zeigen. Und wenn einer sagt, was hat das mit dem Bayernhof auf sich, das ist ein Originalnachbau. Diesen Hof gibt es in echt. Ich weiß jetzt bloß leider nicht mehr, wie der Hof heißt, also kann ich euch das kurz jetzt nicht einblenden, wie ich das sonst immer mache. Es gibt es den Hof 1 zu 1, so wie ich ihn baue. Deswegen also er ist nachgebaut. Und unser Glück ist, im LS gibt es den, also die Gebäude, wie auch im Original. Deswegen kann man den wirklich 1 zu 1 nachbauen. Natürlich, die Umgebung passt nicht. Ich habe gewählt die Karte Mühlenkreis Mittelland. Warum? Extrem geiles Baumenü. Und man kann halt bauen, wie man will und wo man will. Und man hat Bäume und alles. Man muss da nicht drauf achten. Man muss sich nur die Karte runterziehen und halt die zusätzlichen Mods. So, ich möchte euch aber zeigen, welche Mods ihr braucht. Hier sind natürlich noch meine privaten Mods mit drin, deswegen nicht irritieren lassen. Ihr braucht auf jeden Fall vom Bayern Agrar das bayerische Gebäudepack. Ganz wichtig, das ist das Hauptwohngebäudepack. Dann braucht ihr definitiv von Tavlur das Bau dein Hofsilo. Das ist ein Multisilo. Davon brauchen wir zwar nur die kleine Platte, aber das Pack brauchen wir halt. Dann das kleine modulare Fahrsilo von Agrarmodding. Das brauchen wir definitiv auch. Dann das Güllelager von Austria Modding. Das brauchen wir auch. Das Feldscheunenpack von Bayern Agrar nochmal. Das brauchen wir auch. Das gehört mit zum Wohnhaus. Ballenlager von Castor. Das gibt es natürlich so gesehen in echt nicht, aber viele benutzen das gerne und da ich auf Konsole baue, ist es immer ziemlich praktisch, ein Beinlager zu haben, wegen Slots, Performance etc. Dann braucht ihr auf jeden Fall die Mühlenkreis, da brauchen wir gar nicht drüber reden, die Karte, ne, von Darkfreak ist ganz klar. Ihr braucht das kleine Misthaufen-Paket von Smitty. Ihr braucht den Kuhstall von Matthews FS. Was braucht ihr noch? Die platzierbaren Randsteine im Blumenpott von Agrar Dani. Und ihr braucht sonst nichts. Also die Sachen braucht ihr auf jeden Fall, sonst wäre der ganze Käse nichts. Ich habe hier schon vorbereitet. Das ist die Mühlenkreis Mittelland. Ich fange, ihr seht, 0 Spieldauer. Ich nehme jetzt alle Mods mit, die ich habe, weil das dauert jetzt eher alles rauszupulen. Ich habe angefangen auf Mittel, auf 1,5 Millionen. Weil man dann startet beim, also man hat keine Gebäude irgendwo. Das heißt, ihr fangt auf der mittleren Slotzahl an und die Performance ist am besten. Also wir sehen uns gleich drinnen wieder. Bis gleich. Drinnen angekommen sind wir da, wo sonst der Hof war. Ihr könnt das natürlich hier alles grün, damit das optisch schön aussieht. Ich mache das jetzt nur fürs Bauvideo. Normalerweise kurz das hier kaufen. Einmal alles grün machen, einmal Gras hin. Und wenn ihr es nicht verkaufen könnt, geht kurz in den Multiplayer rein. Verkauft das, also erstellt einen zweiten Hof, verkauft das Land und bleibt auf dem zweiten Hof. Kurz speichern und wieder rein, dann ist der Hof weg. Weil es macht hin und wieder Probleme hier mit der Deko. Und dann steht da Deko-Objekt hier drauf und bla 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 kann man nicht verkaufen. So, für mich ist es jetzt erstmal egal. Ihr müsst aber definitiv kaufen Feld 108. Bei Feld 108 habe ich auch früher gebaut. Und wir machen zum Bauen, mache ich jetzt mal das Speicherintervall aus, damit halt diese Einblendung nicht dauernd da ist. Ich fahre da jetzt mal ganz kurz, knackig, würzig, pikant mit einem Auto rüber. Und dann sehen wir uns gleich da. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich hier angekommen. Ihr könnt aber oben rechts sehen, warum hat er jetzt 5 Millionen drauf. Ich bin kurz in Multiplayer reingegangen, hab mir zwei, drei Höfe erstellt, hab gespeichert, bin wieder rausgegangen und dann habt ihr das Geld drauf. Das könnt ihr auch später im Multiplayer das Geld wieder runterschmeißen, wenn ihr natürlich bei Null anfangen wollt oder halt habt alle Fahrzeuge und fangt bei Null an und so, ne? Das ist ganz klar, das weiß ja jeder, wie das geht. So, wir haben das jetzt hier gekauft. Ich werde aber aus Baugründen dieses auch noch dazu kaufen, was ich aber nachher wieder verkaufe und gehe erstmal ins Baumenü, schnapp mir einfach grünen. So. Und grüne diese Fläche auch bis zur Straße ran. Ihr seht, ihr könnt bis zur Straße ranbauen. Das müssen wir natürlich nachher alles wieder schickilacki dahin packen. Das ist ganz klar. Ich will das jetzt aber einmal grob weg haben, damit das auch auf der GPS-Anzeige unten links oder nachher im Menü nicht mehr als Feld erkennbar ist. Deswegen einmal komplett grün. Viele machen immer nur einen Teil und sagen dann ja, wenn sie Pression Farming benutzt, ist der Hof mit eingescaped. Also
Ihr habt denn so eine grafische Darstellung, dass auf einmal beim Hof Passion Farming ist. Das sieht absolut wühl aus, ne? Also ich wollte das jetzt nicht so ausdrücken. Also, einmal grün, dann entsteht einfach eine glatte Fläche und auch auf dem GPS sowie auf der Spielkarte entsteht einfach eine flache Dings. Das dauert ab zu mal manchmal. Kommt drauf an. Ne? So. Einmal rum um den Pott. Ist ja gleich zu Ende. Nachher im Bauen mache ich natürlich wieder Zeitraffer an. Bedeutet, ihr könnt dann die Zeit verlangsamen auf dem Zahnrädchen im Bildschirmmenü. Im Bildschirmmenü oben rechts oder unten rechts, jeweils auf was für ein Gerät ihr seid, ist das Zahnrädchen. Da geht ihr rauf und dann könnt ihr die Zeit verlangsamen. Macht dann Muten und dann könnt ihr nachbauen. So, wir gehen jetzt hier unten. Hier sind die vier Symbole von Glätten. Wir gehen auf Hügel. Machen auf Viereck erstmal ganz kurz so auf mittlere Größe so. Drücken einmal auf X und halten. Also viele sagen immer, ich krieg das nicht hin. Einmal auf Viereck drücken. Dann geht ihr auf X. Dann entsteht das, wenn ihr das zweite Mal macht. Also einmal nochmal Viereck drücken. Hallo? Viereck und X gedrückt halten. Ja, das kommt nämlich, wenn du auf Viereck drückst und dann einmal nur X antippst, dann entstehen solche Berge. Die mache ich kurz mal weg hier. So, jetzt bin ich auf X und halte das auch ganz halt gedrückt und fahre einmal hier lang. Komplett. Ja, das ist an sich ziemlich gerades Land. Aber Safety first. Ja, wir wissen ja. Kann man das auch größer machen? Ja. Machen wir da nochmal X hier am Rand. Und fahre nochmal hier komplett die Kante lang. So, bis zur Straße. Dann einmal rüber. Ihr seht, es ändert. Das seht ihr am Gate oben rechts, dass sich da aber was ändert. Und ihr seht, dass es funktioniert, wenn das Grasrand da weggeht. Da ich jetzt nicht hier unten gleich sehe, wo Schluss ist, muss ich gleich die Kamera einmal drehen, damit wir ja nicht von der Straße irgendwas abnehmen. So, machen wir kurz rum. Oh, das ist noch lange Platz hin. Wieder auf Viereck, auf X gedrückt. Und dann geht es wieder nach vorne. So, wir machen das jetzt mal ein bisschen schneller hier. Jüp. Weil da hinten brauchen wir wieso nicht viel Fläche, aber wichtig ist, die mittlere Fläche, hier so ab Auto, wo jetzt steht, ist nach unten hin. Macht ihr das hier schön einzeichnen? Ihr seht ja, verändert er immer noch Land. Und dann könnt ihr das hier gemütlich wegmachen. Ich habe Verkehr ausgeschaltet und ich habe auch Speichern aus, weil es natürlich im Video nervt, damit ihr gleich keine Unterbrechung habt. So, und wenn ihr das dann so gemacht habt, dann habt ihr das alles schön auf einer Höhe. Ihr könnt das nachher in Höhen anpassen, wie ihr wollt. Aber die Grundfläche, wo das Haus steht, gerade auf der Konsole, ist wichtig. Auf dem PC wäre es relativ unwichtig, weil ihr da diverse Möglichkeiten habt, das auszuschalten, dass diese Probleme entstehen. Aber ihr seht, die Fläche ist schnippi, schnappi, schnuppi, super glatt. Und kann ich euch auch zeigen, wenn ihr auf Silo geht. Ich fange immer mit dem ersten Stand des Flachsilos an. Das ist das hier. Dafür sollten wir aber auch das Interaktionsmenü einschalten, damit wir wissen, wo welche Gebäudesymbole hinzeigen. Das ist wichtig, damit ihr später keine Fehler habt beim Betanken oder habt nicht gesehen. So, ich gucke ganz kurz, wo wir sind. Nicht zu weit nach rechts, wir müssen bis nach links. So, und mit diesem Teil fängt das hier an. Mach das mal so ein bisschen rüber. Wobei haben wir auch noch anderen Symbole. Ne, die sind nur nach außen. Muss ich mal ganz kurz gucken. Könnte es natürlich auch andersrum machen. Wir machen es mal ein bisschen schräg. So versetzt. Nee, eher so schräg. So. Mit dem Symbol oder mit diesem Gebäude fange ich an. Das setze ich schon mal hin. Das steht hier. Das ist jetzt die Ausgangsmaße. Und ja, jetzt kommt Teilnehmer. Ihr müsst es dann einfach nur langsamer machen. Das Video. Und dann könnt ihr das absolut nachbauen. Ja, dann bis später. Wir melden uns noch. Also ich höre mich, ihr hört mich nachher nochmal. Ich erkläre euch nachher den Hof nochmal. Bis dann.
Thank you.
So sieht das jetzt erstmal Grundprinzip aus von dem Hof. Ich zeige euch das kurz von oben. Hier ist die Feldeinfahrt. Das Feld erstelle ich gleich noch. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ich werde gleich Dekoration reinmachen, weil das ist individuell. Also wenn einer sagt, ja, ich will Deko drin haben und ich möchte dies drin haben und das, das kann er sich ja dann selber reinpacken. Ich für meinen Teil packe gleich Deko rein. Ein bisschen Shishi, bisschen von dies und jenes, von jenem etwas. Und erstelle auch das Feld. Also, ne, du kannst ja für die, die es nicht wissen, im Menü unter Pflanzen kann man hier Felderstellung machen. Ich kann euch das kurz zeigen. Ja, dann hat man hier so eine grobe Optik. Das mache ich aber gleich. Und das mache ich erstmal fertig, das Feld. Bisschen Deko, bisschen Shishi-Pflanzen. Park hier auch Traktoren rein und so. Und damit ihr das grob sieht, wie das dann aussieht, wenn es fertig ist. Nö, ich kann euch das aber kurz nochmal hier zeigen. Hier ist der Ausschank-Silo. Das ist nach draußen. Hier ist das Multisilo zum Reintanken. Was ihr natürlich aufmachen könnt. Ist bekannt. Dann habt ihr hier Unterstände. Weil ja hier geht das ja in die Halle rein. Hier ist der Unterstand, hier ist die Gülleplatte, hier ist die Mistplatte. Hier kommt ihr, mach das mal kurz auf. Mach hier auf. Also der Trigger für die, wie was aufgeht und so, ist hier echt. Ja, ist egal. Gucken wir dann. Mache ich gleich. Dann ist hier der Parkplatz, der ist bekannt. Hier ist eine Terrasse, die werden wir gleich einrichten. Der Schlaftrigger ist hier. Ne? Hier vorne ist Gülle und Mistplatte, wie schon erwähnt. Ich habe den Zaun jetzt genommen. Warum? Sonst nehme ich immer diese Hecke und mache das mit den Kannsteinen schön auf Kante, damit das sauber aussieht. Aber ich habe gesagt, nee, wir machen das mal anders. Weil auch die Gebäude hinten diesen Zaunoptik haben. Dann machen wir halt den Zaun eben. Der Zaun ist egal, ihr könnt natürlich auch einen anderen hinmachen. Ja, hier ist Grasplatte, hier sind Unterstände für Maschinen. Hier haben wir das Beinlager reingebaut. Ne? Von Castor. Hier kommt ihr zum Silagebunker. Dicht an Gebäude gebaut. Habt ihr zwei Stück. Die Bäume zuerst gesetzt und dann die Kanten. Ja, hier ist der Zaun, der geht einmal rum, auch mit Kantstein. Und ist ein bisschen größer gebaut. Ich habe nochmal geschaut, ob ich den Originalhof finde. Foto, ja, von hinten. Der hat sich auch in echt schon ein bisschen verändert. Das sieht so aus. Das ist auf jeden Fall mein Bayernhof. Wie gesagt, der Hof, so wie er ist, gibt es in echt. Foto gibt es bei Google, da sieht man den so. So ist das Foto. Und es gibt noch ein Foto von hinten. Das habe ich diesmal dann auch hier hinten original nachgebaut. Also 1 zu 1. Fürs Bauen wünsche ich euch viel Spaß. Ich mache jetzt nochmal kurz einrichten, alles hübsch mit Deko und alles, was dazugehört. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, jetzt kommen wir mal zum Ende langsam, weil das Video ist ja schon irrsinnig lang. Ja, ich habe jetzt Deko und Fahrzeuge reingeknallt. Wir sind bei 1581 Slots, was absolut lächerlich ist. Viel ist verbaut, also sehr viel. Ich gehe mal mit euch rum. Also hier ist die Einfahrt, ihr kommt von da ganz hinten. Hier geht es in den Hof, Gullydeckel und alles sind verbaut. Oben rechts das Geld mache ich später noch weg. Hier ist Mähwerkwagen und der Mähdrescher, die passen hier perfekt runter. Hier ist noch eine kleine Werkstatt hinten. Hier wurde noch ein bisschen gebaut, bisschen Deko, Müll, Tonmischer. Viecher sind auch da. Noch ein paar Lampen reingesetzt, weil der Stall ist nicht beleuchtet. Hier ist ja das Beinlager, deswegen steht hier der Frontlader. Hier haben wir eine Walze. Hier ist Saatgutkauf. Seitlich angesetzt, braucht man nur rückwärts reinfahren. Dann ist hier Tank, das habt ihr ja schon beim Bauen gesehen. Nach hinten ist Silagebunker. Bisschen Deko hier mit den, ja, zum Ablegen der Folie, die Gewichte plus Ladewagen natürlich. Hier hinten auch nochmal, damit man reichlich hat. Bäume ist auch alles hingeknullt. Hier ist noch ein Düngertank. Hier stehen die Anhänger drin. Hier ist Beinwagen, Tiefenlockerer, Scheibenecke und eine Ladestation. Den hier. Falls wir nochmal hier irgendwann oben einlagern wollen, müsste ich hier noch ein Bobcat oder irgendwas hochbringen, würde auch noch gehen. Ja, dann geht es nach hier vorne. Hier ist ja der Auswurf.
Wisst ihr, hier ist natürlich eine Mülltonne. Irgendwo muss der Müll ja hin. Ich habe jetzt einfach mal mit JDs hier eingerichtet. Ihr könnt natürlich, also ganz davor hatte ich noch den 500er von Schnibbel Modding und den 700er. Dann könnt ihr euch natürlich auch reinmachen. Ich habe jetzt einfach nur mal Standard genommen, damit man so grob weiß, ne, wie es aussehen kann. Ja, hier ist der Güllewagen. Hier ist noch für die Missplane Schaufel. Hier steht noch ein JD Pickup. Deswegen auch hier der Parkplatz, war ja mit Absicht so gemacht. Hier wird gegrillt. Sonnenschirm und hier liegt das Fußvolk. Naja, Gullydeckel, alles drum dran. Von oben, für die, die es nochmal brauchen, vielleicht. So sieht das Ganze von oben aus. Wie gesagt, den Hof gibt es im Original. Das ist ein Nachbau. Und außenrum haben wir Fake gemacht. Und schwer zu erkennen. Da, keine Ahnung, was wir darauf machen. Ich werde wohl mal streamen diesen Hof. Wenn es ankommt, kann man da natürlich mehr von machen. Solange bis die Elerbach kommt, da sind wir ja dann drauf. Es ist mit Absicht die Bayern Agrar Gebäude verbaut, außer jetzt der Kuhstall, der hat leider nicht so ein schönes Dach, weil damit das alles einheitlich ist. Es gibt zwar noch einen anderen Kuhstall, der in weiß mit rotem Dach ist, aber der hat eine Weide dran. Und der hier hat keine Weide dran. Das war, ist natürlich wichtig. Man kann natürlich auch das Gebäude nehmen, das hier noch so ein L-Profil hat, wo eine Runterfahrt ist. Könnt ihr euch daran erinnern, am Bayern-Pack. Das hat aber, glaube ich, keinen Schlaftrigger. Naja, es hat halt eine Ausfahrt, Runterfahrt. Müsst ihr für euch entscheiden, aber so wie das jetzt ist, ist es original. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall für ein Like und ein Abo freuen. Wenn ich mal überlege, wir haben jetzt daran gebaut oder ich habe daran gebaut, nur mit Bauen und das jetzt den Punkt, wo wir hier miteinander reden, 5 Stunden. Jetzt kommt noch das Video schneiden, Rädern, habt nicht gesehen, da sind wir bei 7, 8 Stunden. Schon ein bisschen aufwendiger. Ich werde mir noch das Geld runterknallen und nur noch 100.000 drauf lassen. Und dann sind wir fertig. Wie gesagt, Liken, Abonnieren nicht vergessen. Ich bin raus, ich bin euer Paddy.